Hallo und willkommen zu meinem Video. Ja, ich wollte euch was erzählen. So, zwischen uns. Und zwar, ich habe vor ein paar Wochen, ja wie gesagt, das Adobe zugelegt. Und das halt vergünstigt bekommen. Ich habe damals wirklich ein Schnäppchen geschossen. Ein Schnäppchen, sage ich euch. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich noch gar nicht damit klarkomme. Und es ist richtig schwierig heutzutage so. Also ja, ich komme dann, bin nicht damit klargekommen. Und dann habe ich mir so gedacht, was hilft? Und dann dachte ich mir, ja, ein Anleitungsbuch. Also habe ich mich fix dran gemacht und habe mal geguckt, ob es da ein Anleitungsbuch gibt. Und heutzutage gibt es keine richtigen Anleitungsbücher mehr. Früher war es so, dass man so Bücher bekommen hat und da hat man dann blättern können. Das haben sie dann mit der Ausrede, das machen wir, damit weniger Bäume gefällt werden müssen, für den Umweltschutz machen wir das nicht mehr. Dabei war es schon immer so, dass Anleitungen und Anleitungsbücher natürlich eine teure Sache waren und das war schon immer so, dass sie das am liebsten verzichtet haben. Man hat schon früher, je nachdem welche Firma war, immer gesehen, entweder war es Booklet so ein Teil als Anleitung, wenn es wirklich, wenn es eine größere Firma war, wie zum Beispiel das Microsoft, oder es waren solche Bücher, wo dann eigentlich praktisch nur noch ein Zettel war. Und da stand dann drauf sowas wie so und so installieren. Ja, aber ich finde das ehrlich gesagt sehr schade, weil mir fehlt da was. Also ich würde mal, ich könnte nachher mal gucken, ob es da ein Buch gibt, fällt mir gerade noch ein, so einfach so ein, also heute, es gibt ja oft noch so, es gab früher mal oft zu allem noch so Guidebücher, ich meine, so Lösungsbücher zu Pokémon-Spielen und so gibt es ja auch und vielleicht gibt es da ja, gibt es überhaupt noch Pokémon-Lösungsbücher, fällt mir gerade so auf. Also ich weiß noch, dass ich mir vor ein paar Jahren ein Assassin's Creed Spiel gekauft habe und da gab es ein Lösungsbuch dazu, aber das war innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft und ist seitdem nie wieder aufgetaucht. Also das konnte ich vorher vergessen, dabei habe ich immer versucht, das Spiel und das Lösungsbuch zu haben. Zum Neuesten gab es dann überhaupt kein Lösungsbuch mehr, aber gibt es noch Pokémon-Lösungsbücher? Ich habe noch eins von den allerersten Lösungsbüchern. Das war so dünn, weil es damals noch nicht viel mehr Inhalte im Spiel gab. Und heutzutage, weil sie es so aufgebläht haben, müssen die Bücher ja auch immer dicker werden. Also ich würde es verstehen, warum es keine Lösungsbücher mehr gibt. Aber eigentlich eine echt gute Frage. Entschuldigung, das schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Google ich nachher gleich mal. Ja, aber es ist einfach schade, weil heutzutage kriegst du dann so eine Internetseite, auf der stand so zum Beispiel, die ist so unübersichtlich in meinen Augen. Also die vom Adobe-Ding ist so furchtbar, furchtbar unübersichtlich. Ich verstehe gar nicht, was ich da jetzt. Also die Seite ist noch also dieses Lösungsbuch ist noch unübersichtlicher als das Nicht-Lösungsbuch. Und es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Also es nervt mich wirklich gerade total. Und ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also ich für meinen Teil, ich fand Lösungsbücher immer eine gute Sache. Gut, ja, Bücher, für jedes Buch sterben, Bäume so gesehen. Und es gibt viele Autoren, die total den Quatsch schreiben und trotzdem ihre Bücher veröffentlichen dürfen. Also warum, und es gibt auch tausende Drucke von der Bibel und so weiter, also wo man gefühlt sich denken kann, hat, also die es brauchen, haben bestimmt schon alle in der Familie mindestens 3 Bibeln. Ich habe allein 3 Bibeln und gelesen habe ich davon gerade mal eine Geschichte. Ich bin zwar bibelfisch, weil ich es mir immer vorlesen lassen habe, aber ja. Es ist halt wirklich so, dass ich habe 3 Bibeln, obwohl ich nur ein Mensch bin und ich nicht mal weiß, was ich mit 3 Bibeln machen soll. Also meine Mutter hat ja auch noch mal so um die 3-4 Bibeln und mein Papa hat keine. Vielleicht schenke ich meinem Papa eine Bibel. Aber sagt es, Vater, nimm eine Bibel. Du weißt ja nicht, weil ich sie loswerden muss. Hier. Nee, klar, das lasse ich lieber. Das kommt nicht so gut rüber, fällt mir gerade auf.
Aber es ist halt so, ich habe zu meiner Taufe eine bekommen, zu meiner Kommunion habe ich noch mal eine bekommen und zu meiner Firmung dann noch mal. Das ist übrigens von derselben Person, nur so als kleiner. Und es ist immer dieselbe. Also es ist nicht meine Kinder. Also die erste Bibel, die ich bekommen habe, war von meinem Opa und Oma. Das war eine Kinderbibel, hat Sinn gemacht. Aber dann habe ich Erwachsenenbibeln bekommen. Und zwar immer wieder, wo nichts Neues drinsteht. Selbe Zahl, selben Zahl. Also ich reiß nicht. Und ja, also wenn man tausende Bibeln oder auch Korane oder Toras und wie auch immer drucken kann, vor allem bei Leuten, die es wahrscheinlich schon mehrfach haben, wieso kann man da keine Lösungsbücher oder Anleitungen mehr drucken? Bei meinem Kühlschrank hatte ich tatsächlich noch eine Anleitung dabei und da waren wir auch mega froh, weil meine Mutter zum Beispiel kann nicht lesen an einem Bildschirm, weil sie Augenproblematiken hat. Und ich finde das einfach so blöd für Leute. Meine Mutter steht ja nicht alleine. Und es gibt auch Leute, die sind schon älter. Und die. Wenn die dann irgendwie dann nur so einen Text kriegen, nach dem Motto, öffnen sie die App, um die Anleitung zu lesen, dann hilft es denen doch nichts. Und die haben dann vielleicht auch keine Enkel, die ihnen helfen können oder auch die keine Lust haben. Und ich finde es einfach heutzutage nicht so toll. Also früher, wo man die Anleitungen noch hatte, da hat man wenigstens noch was in der Hand gehabt. Ja, und heutzutage muss man sich alles raussuchen und dann, wenn man Glück hat, ist es dann wenigstens noch so als PDF erstellt und wenn man Pech hat, ist es nur so eine Internetseite, die dann irgendwann, und das ist ja auch noch so eine Sache, irgendwann in ein paar Jahren nicht mehr existiert, weil die keine Lust mehr haben, den Server zu zahlen und dann ist deine Anleitung weg. Also, das werde ich wohl nie verstehen. Naja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch so Anleitungs-Lösungsbücher oder wie auch immer Leute seid. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rickmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit und ich werde mal mit meiner Mutter drüber quatschen, was ich mit meinen überschüssigen Bibeln mache. Voraussichtlich werde ich sie behalten. Naja, man sieht sich. Bis dann. Tschüss.